Muchas gracias. Ich bremse halt auch immer früher. Eigentlich wollte ich später bremsen, aber... Nee. Scheiße, wie komme ich denn hier wieder raus, Alter? Hier komme ich doch im Leben nicht mehr weg, ohne rückwärts zu fahren. Oh, ist das eine Katastrophe.
Und ich habe keine Karte! Ich kotze! Oh Gott, wie kannst du dein Auto nur so beschissen parken, du Idiot! Oh. Der beschissene Dreher EU-Fest, Alter! Oh. Oh, sorry. Das war wirklich der schlechteste Dreher ever, ey. Oh, an der beschissenen Stelle gedreht. Naja, muss man mit Humor sehen. Das muss man mit Humor sehen, glaube ich. Hast du einen krassen Schaden dadurch? Also spürbar ist jetzt erstmal noch nichts. Okay. Ja, auf jeden Fall mal reparieren. Und wenn du das Gefühl hast, du stehst in der Box jetzt deutlich länger, dann kannst du ruhig auch so lang stehen bleiben, dass du einen Longstop machst, auch ohne Fahrerwechsel, weil wir haben ja eh zwei als Puffer. Ja. Also, na, dann verlieren wir nicht beim Reparieren nicht so viel Zeit, aber normalerweise, wenn dauerhaft der Schaden eingeblendet wird, glaube ich, ist es dann gar nicht so wild, vielleicht sogar. Also ich bin da ja jetzt nicht, also ich bin da, glaube ich, mit 10 oder so gegengeditscht. Naja. Also. Ja, ja, aber weißt du, gemoddete Strecken und so ist immer... Ey, also, ja. Ich habe noch, also die Kurve kam, also wie du vorhin schon gesagt, die bremst sich jedes Mal anders, oder? Naja, ist so, ja, ja. Ich bin also eben gerade, habe ich viel früher gebremst und bin viel später angekommen irgendwie. Das Ding ist halt, man merkt extrem, finde ich, beim Audi und so weiter, je mehr du das Lenkrad halt gerade hältst, desto kürzer ist halt einfach der Bremsweg. So. Das macht echt viel aus. Irgendwie richtig positionieren vorher, gerade anbremsen, das ist echt der Schlüssel. Ja, kurzem Bremsweg bei dem Ding. Ich sag mal so, das war jetzt aber auch echt die beschissenste Stelle, um dich zu drehen. Ja, aber hast ja alles richtig gemacht, ne? Also Leute halt vorbeilassen, warten auf, bis eine Lücke kommt. Das ist, im schlimmsten Fall wäre einer halt reingescheppert so, und das ist ja nicht passiert. Also, nee, ist jetzt nicht großartig kaputt gegangen, glücklicherweise. Ja, wie gesagt, guckst du mal, wenn du den Boxenstopp machst, wenn du das Gefühl hast, okay, der repairt jetzt übelst lange. Dann bleibst du einfach drin stehen und lässt halt auch wieder einen Longstop ablaufen und fährst bei 18 Rest raus. Ja. Also wie gesagt, wir haben zwei noch als Puffer, also alles halb so gut. Ich muss jetzt erstmal wieder hier durch den Verkehr durchbuseln. Ja, ich lass dich mal ruhig, ich werde sowieso dann gleich pennen gehen, aber dann ja, mach das. Gut Luck im Feld fahren. Jo!
Ich muss mich gerade erstmal wieder kurz fangen. Nach dem Dreher. Bremswege sind so weird mit diesem Auto. Also gerade in der ersten Kurve, manchmal bist du super lang, manchmal bist du super spät, also super cool. Das ist weird. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder reinhauen, weil hinter mir ist Platz 22 und naja, ich sag mal so. Wir wollen ja jetzt auch keine Plätze verschenken, ne? Dieses Feld ist einfach so unfassbar schnell. Boah. Zweimann-Schikane für keinen Platz der Welt. Für keinen Platz der Welt explodiert das Auto in der Schikane. Mm-mm. Nicht in dem fucking 24 Stunden drin.
du hinten gar nicht so rumblinkern, Alter. Ich muss da auch erstmal vorbei, Bagger. Los, fahr unten rum. Du bist schneller als ich. Komm. Evil App. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. RND Licht kommt das Kind, die 9 Monate kleiner als 3. Dankeschön für deine 9 Monate. Wer auch immer das war.
fuck! Really? Oh, okay. Erste Hälfte rum. Ich glaube, ich war nicht so schlecht. Nicht so gut, aber nicht so beschissen wie der erste. Aber auch nicht so gut wie der zweite vom ersten. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich muss mein Lenkrad wieder fetten, Leute. Fängt schon wieder an zu knarzen. Oh, ich glaube, da bleibe ich dahinter, oder? Ja, da bleibe ich dahinter. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich hätte nicht erwartet, nach 15 Stunden live sein, bloß vorher, keine Ahnung, wie viele Stunden wach sein, noch in Anführungsstrichen so eine gute Leistung zu fahren und nicht müde zu sein. Aber das wird wahrscheinlich das Adrenalin sein. Und wenn das rum ist, ist der Körper zappenduster. Da geht dann bestimmt nichts mehr. Stellt mal Rempi schöne Grüße, Leute. Der ist ja auch gerade alleine. Und haltet ihn ja ein bisschen am Leben.
Oh, oh. Oh, das war ein bisschen riskant. Los geht'n. Kommst du durch? Nice. Ah, kein Ding, Manga. Alles gut. Bist schneller. Ah, der Ayers Racing-Typ war auch hinten drin. Also hinter mir. Shit, das ist so schwer, so eng hier. Oh. Okay, warte. Nee, mach doch das nicht. Mach doch diesen nicht. Oh, dann mach ihn doch. Lässt du mich vor? Dankeschön, Maya. Ich fahre halt wirklich jetzt gerade natürlich nicht auf mit Messer zwischen den Zähne, weil ich einfach versuche, meinen Nachtstint ohne große Vorfälle über die Runden zu bringen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute passieren. Also dessen bin ich mir völlig bewusst, aber ich denke, dass es auf Dauer einfach die bessere Wahl ist, safe zu fahren als mit Messer. Also zumindest vermute ich das mal aufgrund meiner fehlenden Erfahrung mit dem Auto und der Strecke. Bin mir halt innerlich noch nicht so sicher, ob das eine gute und valide Taktik ist, die ich hier gerade fahre.
Ich würde so gerne mit euch quatschen und den Chat lesen, aber das kann ich nicht tun. Deswegen tue ich einfach so, als wenn wir miteinander reden, okay? Okay. Also manchmal ist das wirklich sehr, sehr eigenartig im Auto. Ja, ich weiß. Kannst du? Hau rein. Nee. Okay. Uff. Du ziehst nicht zurück, oder? Ja, dann mache ich einfach den Schlaueren. Ziehst du jetzt zurück oder nicht? Alter, das ist nicht... Es kann einfach nicht dein Ernst sein, oder? Es kann einfach nicht dein Ernst sein. Es kann einfach nicht dein Ernst sein, Maga.
da bin ich mir ja nun nicht so sicher, was das eben gerade sollte. Leute, ich konzentriere mich jetzt mal, ich quatsch nicht mehr. Jetzt kriege ich den Stint nicht mehr über die Bühne in einem angenehmen Zustand. Bin jetzt zweimal mit dem blauen Auge davon gekommen. Gerne, ob das normal fährt. Bitte? Servus, wie schaut's aus? Hast du jetzt großen Schaden oder so? Nee, ich kann immer noch gut fahren. Also hast du noch keine großen Einschränkungen oder so? Nee, noch nicht wirklich. Weil sonst versuchst du das in Longstop oder sowas machst, aber ich kenne mich da jetzt leider auch nicht so. Nee, ist halt, also ist alles gut. Er fährt sich noch vollkommen in Ordnung. Also ich bin ich habe gerade schon gesagt, ich bin zweimal mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich weiß auch nicht, was deine Mission war gerade, ehrlich gesagt. Das weiß keiner genau. Also ich dachte jetzt auch im ersten Moment so, hey, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich musste mir dann nochmal anschauen, dann habe ich gesehen, er ist einfach abgebogen. Ja, ich habe halt, also ich habe in dem Moment schon zurückgezogen, weil ich hätte halt gar nicht reinziehen können. Weil er einfach partout nicht zurückziehen wollte und dann war es irgendwann zu spät und ich habe dann halt nicht voll in die Eisen getreten. Aber ging nochmal gut. Also. Naja. Wenn es noch geht, dann ist in Ordnung. Ja, geht. Dann lasse ich dich wieder alleine. Jo, bis gleich. Los, zieh durch, komm. Du bist schneller. Das nagt schon wieder ganz schön am Ego. Ich weiß nicht, ob mein Auto kaputt ist. Also richtig doll kaputt ist. Oder ob ich einfach gerade scheiße fahre. Ich tendiere eher zur zweiteren.
Ich glaube, mein Auto ist kaputt. So sehr, dass ich sehr viel langsamer bin, habe ich so das Gefühl. Maga, es tut mir so leid, es tut mir so... My bad. Sorry. Holy shit. Okay, Müdigkeit kickt rein. Uff, das war richtig knapp. Das war auch überhaupt nicht so geplant. Easy? Ja. Wie fühlst du dich denn gerade so? Nee, ist alles gut gerade. Ich habe mich, der Unfall war ein bisschen scheiße, aber ist alles gut. Also ich bin auch wach und ich krieg auch die Rundenzeit hin. Meinst du, ich glaube, es wäre fast sinnvoller, wenn du jetzt reinfährst, den Longstop machst, schaffst du noch den Stint dann? Einen kompletten? Ja. Also nochmal 100 Liter durch. Ja, schaffst du das noch? Ja, also mit dem heilen Auto auf jeden Fall, ja. Würde ich sagen, dann fahr ich jetzt rein. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Dann würde ich sagen, du fährst jetzt rein, machst den Longstop. Michel ist eh noch nicht da. Ja, dann mache ich den Longstop. Dann stelle ich mich jetzt 3 Minuten hin.
Genau. Ja. Weil du verlierst ein bisschen Zeit, das sind so eine Sekunde, 1,5, und wir müssen eh noch ein paar Longstops machen, dann ziehst du das jetzt lieber vor. Ja. Ja, mach ich. Boah, der Dreher in der Schikane, Leute, der war brutal. Der hat mich komplett aus dem Leben genockt. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Der hat mich komplett aus dem Leben genockt. Der ist nicht runtergegangen. Der hat komplett gegengehalten. Ja, das hat man gesehen, ja. Weißt du, vom Aeroschaden reparieren? Kannst du Aeroschaden reparieren? Siehst du das irgendwo? Ich glaube, ich habe alles reparieren lassen, ja. Okay, gut. Dann gehe ich wieder hoch, dann lasse ich dich so lange alleine, ne? Danke. User left your channel. Akku ist alle. Bagger, also was da? Nee, ist egal. Wir wollen das vergessen. Okay, ich habe extra innen freigemacht, sorry.
Die GT4 sind einfach. Okay, nevermind. Also, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Das war dumm von mir. Ich hätte dahinter bleiben sollen. Das war nicht seine Schuld. Das wäre Quatsch, ihm das zuzuschieben. Das wäre. Das muss ich auf jeden Fall, ich muss viel mehr rennen mit Verkehr fahren, also mit anderen Autos, Autoklassen. Da habe ich echt nochmal eine Schwierigkeit. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche.
Oh, alter Verwalter.
Oh, Magga. Oh, du bist so ein Engel. Danke, dass du mit aufgepasst hast. Du bist so ein Engel. Du bist so ein Engel. Okay, fährst du innen vorbei? Na komm. Ja, dann du gleich hinterher los. Kannst du? Okay. Das war ungünstig, aber okay. Also von mir gemacht. Das ist sehr risky. Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Alte Krawatte, junger Vater. Warum lucken die nicht? Ich verstehe das nicht. Oh. Kannst du mich ruhig ansprechen? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Hey. Ja. Miro. Ja, ich hab schon gearbeitet jetzt. Ne? Was hast du denn gemacht? Hast du dir eine Nase gepopelt? Nee, auch nebenbei, aber ich hab mal Proteste eingereicht dafür, dass die mich da so hart getriggert haben. Wer denn? Dieser eine Audi, der dich in der Schikane abgeräumt hat. Ja, der war richtig großartig, du. Ich habe keine Ahnung, was seine Aufgabe war, du. Danke. Ja, ich habe es mir gerade im Incident-Display nochmal angeschaut. Da ist ja wirklich von ganz rechts oben nach ganz links unten gemacht. Dann hatte ich dann halt mit dem Tod gerissen. Ja, ist glücklicherweise nicht wirklich viel passiert. Ja gut, 2% Restriktor haben wir kassiert, ne? Ja. Das ist schon viel. Ja, ich habe danach nochmal einen Longstop eingelegt, also da geht ja dann auch. Das habe ich mitbekommen, wo ich kacken war und gerade nochmal deinen Stream aufgemacht habe. Da hieß es dann, mach gleich den Longstop. Ja, ja. Ja, eben gerade ist auch ich glaube es war ein Beamer, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, der ist auf jeden Fall einmal quer über die Strecke gefahren, so kurz. Und ich bin gerade so an ihm vorbeigeflogen. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Es ist 5 Minuten nach 4 Uhr. Okay. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so langsam geht der Saft aus. So für schnelle Runden und vernünftiges Fahren. Okay. Also ich habe jetzt noch 59 Liter drin. Die wirst du wohl auch mal rausfahren. Die werde ich wohl noch rausfahren, ja. Büßen. Naja. Wird schon gehen. 10 Runden, 20, 15 Runden oder so. Was hast du, wie viel hast du noch drin? 3 Liter? Ja. Runden. 20 oder was? Bitte? 20 oder was? Nee. Wie viele Liter hast du jetzt noch drin? 58. Ja, du hast 3, also 10 Runden circa noch. Ah ja.
bin schon dabei. Also, Nassario. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Ach, 1% kam aus dem anderen Stint. Ich habe auch gesehen, wir haben schon 3 Evil Labs. Läuft bei uns. Das war ich nicht. Weiß nicht, wie man das hinbekommt, Mann. Weiß ich nicht. Frag mal Ray, der hat gleich 2 Stück draufgehauen. Es ist übrigens schön, dass du gerade da bist zum Reden. Das dass du mehr einpennst. Nee, Mühe, also so nicht, aber Konzentration geht halt richtig hart flöten, ja, ne? Aber ich habe auch in der ersten Kurve so einen saftigen Dreher hingelegt, dass ich mit der Nase direkt an der Bande war und da nicht rausgekommen sind, weil mir eine halbe, also das halbe Fahrerfeld hinter rücks quasi mich überholt hat. Das ist natürlich RIP. Ja, es ist richtig scheiße. Stand ich erstmal da wie Karl Arsch in der Sonne und dann kam diese schöne Clowns-Musik. Ja. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnen halt die anderen, ne? So ist das nur. Haben wir auch schon auch hier am Start, nice. Ach ja. Ja, ich bin 3.25 Uhr aufgestanden. Wow. Kaffee gemacht. Zähne geputzt. Bin ja schon ein paar Minuten da. Ich hab das ja, wie gesagt, mitbekommen. Ich hab mich gerade mit Rampy noch ein bisschen unterhalten. Der hat mir das halt mit diesem Unfall gesagt. Den habe ich mir dann eben angeguckt. Wie gesagt, protestiert. Dann werden die wahrscheinlich dafür ohne Strafe erhalten, aber die sind ansonsten eine Strafe nicht, die werden erstmal eine Verwarnung bekommen. Weil. Entschuldigung. Alles gut. Die sind in den Rennen noch nicht großartig auffällig geworden. Da haben sie bestimmt auch gepennt. Ich meine, das ist jetzt, da haben es immerhin um 4 Uhr, ne? Da ja. Lässt die Konzentration bei allen ein bisschen nach. Alles gut, ich mach dem auch keinen Vorwurf, hab auch gar nicht, also ich habe auch nicht gemeckert oder so. Ich wollte auch in dem Moment zurückziehen, aber da war es dann schon zu spät und ich glaube, wir hatten beide dieselbe Idee und dann, naja. Ja gut, das ist halt die Sache, wenn du jetzt nicht zu 100% vorn bist, deswegen hatte ich am Anfang des Rennens gesagt, in der Schikane wird nicht überholt. Genau aus dem Grund. Ja, ich war aber schon dreiviertel Auto vorne. Schon gesehen. Hä? Da hätten die dann halt mitspielen müssen, beziehungsweise denken müssen, dass man halt, wenn man hinten ist, dann zieht man es halt nicht durch die Schikane durch. Ja, Luis, hat DC schon gesagt, 24 Stunden Nordschleife, in AC fährt er mit. Entschuldigung, weißt du, du bist gerade im Tunnel, hab so schlechten Empfang. Hm? Du bist gerade im Tunnel, ich hab so schlechten Empfang, was? Ja, ich bin im Tunnel, ne? Nicht du. Mhm. Ja, du entspann dich doch da hinten mit deinem festlichen Disco-Licht, dann fahr doch auch schneller, du Lümmel. Geh mir nicht auf den Sack morgens um 4 hier. Genau. Entspann dich doch mal. Ich bin super entspannt, aber er macht da halt hinten voll das Disco-Licht und dann kommt er halt nicht in den Pushen, weißt du? Ja, ja. Ich bin wichtig. Entschuldigung, muss jetzt raus, damit ich nochmal kurz wach werde. Ja gut, das ist Platz 3, glaube ich, sogar gelesen, ne? Ja, das ist mir scheißegal, wer er ist. Und wenn der Papst höchstpersönlich ist, wenn er nicht aus den Titten kommt, dann kommt er nicht aus den Titten. Ich gehe mal stark davon aus, dass du Sven Rosenbaum drauf sitzt. Warte mal, ich guck mal. Platz 3. Nee. Enders ist da momentan drauf. Ja, ist schon krass, was jetzt für Namen hier in der Top 3 etc. oben von allgemein jetzt hier. Also du kennst die alle nicht, aber ich halt.
Fahrer sind allgemein alle echt schnell geworden. Und warum abgefahren jetzt hier auf Platz 5 ist, weiß ich auch nicht. Oh, wir haben 7%. Autsch. Ja. Abgefahren. Also der Nissan von Dukis Community da. Das ist schon hart. 7% tut richtig weh. Ja, Marschu, ein Longstop ist aber, sind aber nicht, warte mal, ich weiß gar nicht, wie viele Runden die jetzt zurück waren, ich glaube 4, ersten, halt keine 4 Runden, ne? Drei sind sie zurück, okay, dann trotzdem, das wäre dann trotzdem eine halbe Runde, mit circa, das ist 30, 40 Sekunden, was sie hinterm ersten Platz hängen. Die haben sogar 2 Longstops mehr, sehe ich gerade. Na dann sind sie immer noch in Führung. Ah, das ist Dippermann mit 7%. Ich bin in der Zeile verrutscht. Was? Okay, Arschback zusammenbleiben. Das ist gerade richtig Party in der ersten Kurve gewesen, ne? Mach das nicht kurz vorm Schlafen, Jungs. Mädels und Jungs. Rennfahrer in. Oha. Ich bin noch Wieso fährt denn der da nochmal in dich rein? Was ist denn los? Ich war mit doch ihm? Schon extra super außen. Ich bin doch schon extra so weit rausgefahren. Okay, pass auf, versuch das Auto nochmal auf der Strecke zu halten. Ein bisschen. Wie viele Runden hast du jetzt noch? Warte, ich guck selber. 44 Liter hast du noch. Sind 7 Runden. Du hast da neben deinem Spiegel, steht da, wie viele Runden du noch hast. Nee. Okay. Da steht nur Range. RIP. Ja, Rippchen. Gut. Das kann doch gar nicht 7 sein, bei 2,8 irgendwas Liter. Ja, ist ja richtig. Nein, ich gehe immer von 3 Liter aus. Naja, dann ist das doch auch mehr. Selbst dann ist es nicht 7. Nee, eben. Ja, bei mir, also wirklich, Michel, bei mir ist komplett Schicht Arsch ab. So. Also vielleicht noch 3-4 Runden, aber ist wirklich Arsch ab. Hände dead, Kopf dead. Pass auf, ich beeile mich, ich bin in 5 Minuten wieder da. Naja, 24 würdest du ja sowieso übernehmen. Ja. Ja, mach mal gleich. Also wie gesagt, geh nochmal schnell auf Toilette und fahr mal noch 3-4 Runden und dann komm ich. Okay. Da lacht der dreckig, Alter, weißt du, das ist ein scheiß Plan. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich um 24 fahre, oder was? Wie ein dreckig lacht, ey. Der Lümmel. Ah.
Dankeschön. Oh nein, Unicorn. Oh lol, haben die zu wenig Sprit? Oder haben die sie abgeschossen? Wieder da. Schau, ein schlechter Arsch für dich. Naja, dann raus damit. Muss noch 10 Minuten fahren, mindestens. Damit wir hinten raus kein Flash Dash mehr machen müssen. Weil du hast jetzt den Sprit drin, den krieg ich ja nicht wieder rein. Weißt du, was ich meine? Ich fahr den Spin zu Ende. Okay. Also, ich fahr's runter. Ich mach die Karre jetzt leer. Also, die 10 Runden, die schaffe ich jetzt, oder 11, die schaffe ich jetzt auch noch. Okay. Arschback ja, zusammen und abfahrt. Dein Auto ist halt schon relativ beschädigt, ne? Der wird halt instabil auf der Hinterachse jetzt. Weil der dir halt voll hinten reingeböllert ist. Ja gut, aber ich sag mal so, ob wir jetzt hinten raus Dash and Dash machen, Zeit verschwenden oder ich den einigermaßen sicher nach Hause kriege. Nee, einigermaßen sicher nach Hause ist besser. Ja, meine ich. Und ich sag mal so, so schlecht fährt er sich nicht. Ich muss jetzt bloß gucken, weil ich gerade sehr viel Verkehr vor mir ist, dass ich das mit meiner 5% IQ-Hirnleistung auf die Reihe kriege. Ja.
Soll ich dir was vorsingen oder so? Halte ich das wach? Nee, ich bin nicht müde. Ich bin einfach, ich habe keine Konzentration mehr und meine Arme fühlen sich an wie Pudding. Okay. Ich, wie gesagt, ich fahre halt nicht so lange Stints oder bin noch nie so lange Rennen gefahren. Das heißt, mein Körper ist nicht diese Sache gewohnt. Das ist halt mega hart, ne? Wenn man das, du sagst halt jeden, ja, Simracer ist übelst anstrengend, ne? Wenn du da mal 2-3 Stunden im Ring sitzt, da warst du ausgedacht. Du warst einfach nur ausgedacht. Also sitzt du bloß vor dem PC, wie kann dir das anstrengend sein? Jungs, macht hier vorne bitte nicht so einen Scheiß, Alter. Nicht kurz vor Ende von meinem Stint, okay? Ich hab euch alle lieb, ihr dürft alle irgendwo hin, aber tickt euch alle ins Knie und lasst mich vorbei, danke. Weiß ja auch nicht, wie du dein Force Feedback eingestellt hast. Hoch, sehr hoch. Ja, das ist ein großer Fehler. Nein, so hoch nicht, aber. Also, ich sag mal so, durch das Oval, du merkst das Oval halt, ne? Also, wie gesagt, ich habe ja auch die Idee. Und mein Fußfeedback ist vielleicht, warte mal, ich müsste mal gucken, vielleicht 10% von dem, was es könnte. Ist relativ leicht eingestellt. Weil zum Beispiel 100% und dann nochmal 100% in AC, na, da brichst du dir der Arme. Ja, klar. Das ist übel. Also ich habe 100% und ich glaube 40% in AC. Ja, und ich bin bei 80% in Treibern und ich glaube 25% in Gain. Das ist nicht viel. Du hast halt durch das in Anführungszeichen schwächere Force Feedback, hast du halt mehr Gefühl vom Auto, weißt du? Wenn du das in ACC auch so eingestellt hast, das ist hart, weil ACC ist richtig anstrengend, was das Force Feedback angeht. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ACC voll entspannt im Gegensatz zu dem hier. So busy, das geht. Also mit der Zeit. Wird das? Na, das ist dann halt so eine Erfahrungsgeschichte, was Endurance angeht. Da teilst du dir halt deine Kräfte ein bisschen ein. Das muss man halt ein paar Mal mitgemacht haben, dass man dann weiß, wie so Endurance funktioniert. Beziehungsweise weiß das ja die Serie, aber jetzt von der Länge her, na, dass man sich da körperlich so ein bisschen drauf einstellen kann. Naja, 3 Stunden fahren sind immer noch 3 Stunden fahren, ne? Das ist korrekt. Also das geht halt auch einfach mal nicht an deinem Körper vorbei. Das ist richtig. Also wirklich, ich schwitze, ich habe noch nie so gestunken in den letzten, weiß ich nicht. Also ich stinke echt, als wenn ich frisch aus dem Schweinestall komme. So. Ja, das kenne ich. Meine Daytona geht noch, aber wenn du dann wirklich Nordschleife fährst, wo du wirklich zu 100% eigentlich in jeder Kurve konzentriert sein musst, die hast ja wenigstens noch das Oval, wo du dich in Anführungszeichen ein bisschen ausruhen kannst. Das hast du auf der Nordschleife nur auf der Döttinger Höhe. Und die kommt halt nur alle 7 Minuten. Spa ist halt im Endurance-Rennen auch richtig anstrengend. Hatte ich aber schon mal gesagt gehabt, weil dort hast du ja gar keine Verschnaufpause. Ja, stimmt. Eine kleine halt oben nach Oro. Ja, aber das ist halt wirklich bloß
Und Richtung Blanchimar hin, da geht's auch noch, aber das halt im Vergleich zur Döttinger Höhe oder ähnliches nichts. Wo du da eine Minute chillen kannst fast. Du geh weg. Monza ist die schönste Strecke jetzt, klar, Digga. Es gibt nur eine schönste Strecke und das ist Brands Hatch, okay? Das ist für die Real Boys, nicht so für Menschen wie Mingel. Sag mal, geht dir die Downshift Protection nicht auf den Sack? Absolut nicht, nein. Wieso? Die kommt sehr selten. Ja, wenn ich sie ausmache, ist der Motor kaputt. Schwöre ich dir. Da musst du schon richtig hart runterschalten, dass du das schaffst. Ja. Das ist kein Problem. Okay. Wart ihr jetzt vorbei, oder? Weiß ich nicht. Soll ich euch noch einen Brief schreiben? Oder, Entschuldigung, ja, du kannst ja, ja, komm, wir machen gleich alle hier, komm. Hoppi, hoppi. Ach, du wieder hier, du kleiner Lümmel. Der Audi, der hat mich vorhin auch schon fast abgeschossen. So, jetzt können wir endlich wieder vernünftig fahren. Die letzten 20 Meter. Also, Nachtstints sind ohne Schlafen eine Katastrophe, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, das macht keinen Spaß, das stimmt. Nein. Also die erste Stunde ging noch. Die zweite war so, war auch okay, bis Entschuldigung, das sage ich mit Respekt, bis Hein Blöd sich dazu entschlossen hat, von ganz außen nach innen zu ziehen und mich komplett wegzunageln. Und jetzt ist einfach nur noch weiß ich nicht. Fühlt sich an wie so ein LSD-Trip. Ich hab zwar noch nie LSD genommen, aber die Autos sehen alle aus wie bunte Partypilze. Aber fahrende bunte Partypilze. Kennst du das, Michel, wenn du nicht mehr richtig gucken kannst? Hast du das schon mal gehabt? Wenn du so Bremspunkte nicht mehr siehst? Ja, ja. Okay, dann weißt du gerade, in welchem Stadium ich mich hier befinde. Ganz schlimm ist es dann, wenn anfangen, der Augen zu krabbeln. Und die kaum mehr aufhalten kannst. Also du hättest jetzt in 5 Minuten die Möglichkeit reinzukommen, wenn du möchtest. Ich fahre den Sprit leer, sonst fahren wir es gleich okay. Dash nachher. Nee, eben nicht. Also das würde dann schon reichen. Ja? Guck nochmal schnell. Ja, da rechne das mal aus. Ich fahre so, dass wir keinen Splash und Dash haben. Also ich wäre ja jetzt 6 Runden noch, glaube ich. Die übrig sind. Oh, also wir müssten circa 10 Minuten rausfahren. Hätten wir dann. Nee, du müsstest halt noch 8 Minuten fahren. Das sind 4 Runden. 5 Runden, so rum. Ja, dann kann ich ja. Dann ist der Tank fast leer. Ne? Ja, eben, alles gut, dann fahr ich den leer jetzt. Okay. Ich glaube, das habe ich noch drin. Vielleicht nicht unbedingt super, super, super schnell, aber. Nee, Mauschu, ich habe das gestern probiert mit 2er Flügel. Da müsste ich die Aero-Balance vom Auto verändern. Also der schmiert zu sehr mit 2er Flügel. Funktioniert mit der Fahrwerkshöhenabstimmung nicht. Mit leerem Tank funktioniert das, aber mit vollem Tank ist das nicht mehr drin. Deswegen werde ich 3er Flügel fahren. 2er Flügel ist zu risky.
Ist auch nicht wirklich schneller mit der Aero-Balance. Ja, da hat er mal recht gehabt, aber das ist halt wirklich jetzt bloß in Daytona so, weil auf anderen Strecken funktioniert es halt. Da ein bisschen anderen Flügel fahren kannst, aber hier geht's nicht durch die Schikane, weil die ist zu schnell. Da brauchst du die Aero einfach. Hast du gefragt, warum du noch da bist, Gise? Warum ich noch da bin? Ja, warum bist du noch da? Weiß ich nicht. Warum bist du nicht weg? Ich hab gesagt, ich soll noch fahren. Und dann war zwischendurch hier so ein, weiß ich nicht, so ein schlumpfarbener Audi. Ja, Moment, ich muss mal kurz reingrätschen. Konzentrier dich mal, dass du schneller als 47,7 fährst, bitte. Sonst haben wir gleich noch eine Evil Lap. B-Tune, das ist eine schnelle gecuttete Runde. Ja, Marschu, aber jede Evil Lap, die wir weniger haben, ist halt besser. Achtung. Oder hier, ich muss unten fahren. Ich fahr jetzt hoch. Ah, jetzt nicht mehr. Eieiei. Ganz gefährlich, dort unten zu fahren. Das ist absolut richtig, aber hochfahren willst du auch nicht. Na, da bist du weg vom Fenster. Richtig. Also dann doch lieber so, oder? Das gerade, du hast ja deine Schaltanzeige auch mega groß gemacht. Was hab ich? Deine Schaltanzeige hier. In der Mitte, oder was? Ja, ja. Na klar. Alter, die geht halt fast über den ganzen Bildschirm. Ey, ich bin halt alt, Mann. Richtig edel. So kann man es halt nicht übersehen. Ich meine, ob ich mir so wie du 20.000 verschissene Overlays dahin klatsche wegen Chat und den ganzen Schnitt. Da mach ich mir dann lieber die wichtigen Sachen rein. Na, dein Chat im Stream, der ist halt. Das stimmt. Ein halber Stream. Ah. Aber den sehe ich ja nicht. Na, dann ist ja gut. Ich habe ja auch ein bisschen mehr Platz auf dem Monitor. Also zumindest jetzt, was ich rein optisch sehe, was der Stream natürlich nicht sieht. Ja. Warte mal, eine Runde habe ich jetzt noch, ne? Um eine 1,47 zu fahren? Ja. Ich hoffe. Kann man gleich sehen, wenn du über die Ziellinie fährst. Ja, eine habe ich noch. Das sollte, glaube ich, schon reichen. Die reicht nicht. Doch, reicht. Ja? Grün. Ja, die ist schneller als deine vorherige Runde. Du musst aber schneller fahren als 47. Das heißt, du musst jetzt eine Sekunde schneller fahren als die letzte Runde. Concentration, please. Grünes Delta. Ehrenmann.
Ja, Dizzy hat mir erzählt vor dem Rennen, dass er einen 15 Zoll Röhre hat. Im 4:3 Format. Das sieht gut aus, die sehen jetzt die Schikane noch richtig geil bekommen, dann löppt das. Sehr gut, nice. Sollte reichen. Stuhlsen, warum kein Triple? Also ich hatte Triple Screen, ich hatte 43 Zoll Fernseher, aber die hatten halt nur 60 Hertz und das ist in ACC, macht das einen übelsten Unterschied, was die Latenz angeht. Deswegen bin ich halt auf diesen Samsung Ultrawide gestiegen und die, es gibt ja auch 32 Zoll in 144 Hertz, das wäre noch Triple Screen gewesen. Aber dort gibt es halt bloß einen Hersteller, der das in Full HD macht, weil mit WQHD, 3x WQHD braucht man nicht anfangen. Das schafft halt kein Rechner auf der ganzen Welt, dort ein Triple Screen ordentlich darzustellen. Gar nicht, was die FPS angeht. Hast jetzt nach der noch zwei Runden, ne? Oder eine? Eine. Okay. Werde ich schon mal in Eil gehen? Ja. In Idle. Weil dann habe ich mich nicht warm gefahren. Richtiger Profi. Also, ja, egal. Wird schon irgendwie. Ich gehe schon mal hoch und würde dich gleich mit reinziehen, oder? Ja. Drei Tage später wieder. Hallo. Und die Batterien waren wieder leer. Ja, Michel? Ja. Also Dizzy fährt jetzt seine letzte Runde, dann gehe ich aufs Auto. Ach so. Ja. Er ist ja nicht beide zurückgekommen. Ah. Ja, ne, ich hab noch mit hochgezogen. Er war confirmed damit. Naja, ja, ist gut. Ah, okay, alles klar. Alles klar, nicht, dass wir dich jetzt hier stören oder so. Nein, nee, hör bloß auf. Es ist gut, dass einer nebenbei redet. Das, Deswegen bin ich jetzt gewonnen geblieben. Nicht, dass du dich wunderst, warum ich nicht wieder gekommen bin. Ich hab schon hier Spekulationen aufgestellt, dass, ob du mich hast oder ob ich irgendwas Falsches gesagt habe. Nein. Oder ob es einfach die Distanz ist wegen dem Waschbär morgen. Dich, Kuschelbär kann man doch nicht hassen. Rampi, es liegt einfach daran, dass du dann essen willst. Es liegt einfach daran, dass er weiß, dass du nächstes Jahr der Pixelhelden-Star wirst. Das hat er sich immer noch nicht aus dem Kopf geschlagen. Bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Geil! Sag, wenn du vom Server bist, ne? Oh Gott! Was eine Schlacht, ey. Fick dich ins Knie, Alter. Woo!
Ich hoffe, hier schläft keiner in dem Haus. Ja, das denk an den Besuch, wollte ich gerade sagen. Nee, mein Besuch ist noch da. Das sind so die Endurance-Wipes, die gerade aus DC rausfließen. Oh, fick dich in dein hässliches Knie. So. Bist du vom Server? Yes. Ich habe okay. Exit gedrückt und gehe jetzt gerade runter. So, Thorsten auch wieder am Start, Flo am Start. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr wart alle schon schlafen oder seid ihr die ganze Zeit noch am Start? Runter. Okay, nice. Ich connecte gerade. Also ich gehe jetzt komplett kalt ins Auto beim PI. Ich bin keine Runde warm gefahren, aber geht schon irgendwie, denke ich. Michler? Ja. Das kennt man gar nicht von dir. Ist das so? Ja, so unvorbereitet zu sein, das ist neu. So, Race laden. Das ist neu. That's new. Oh. So, du fährst jetzt auch einen Dreierstint, ne? Das stimmt. So, das hätten wir alles. Ein Kautchen. Zack. Easy. So, wo läuft jetzt meine Zeit hier ab dort? Wieso steht hier SNG 10 minus 40 Laps? Bedeutet das? Ja, dass wir eigentlich eine SNG 10 absitzen müssen. Keine Ahnung. Ich habe keine Strafe gekriegt, also nicht. Also nicht das. Ja, da werde ich jetzt gleich noch absitzen. Was bedeutet was das? Was eine SNG 10? Ja, Stop and Go 10 halt. Wann kam die rein? Für was vor allem? Weiß ich nicht. Also ich sitze jetzt auf alle Fälle ab. Also ich wüsste nicht, wann ich eine gekriegt habe. Also ich habe nichts verursacht. Außer es hat sich irgendjemand wegen irgendwas beschwert. Kann natürlich gut möglich sein. Ja, ich sitze das jetzt einfach mal ab. Dann ist gut. Nee, ist wegen Evil Labs. Es gibt bei 5 Evil Labs eine Strafe. Jetzt sind nämlich auch die Evil Labs wieder 0. Hä, hab ich jetzt eine kassiert oder was? Weiß ich nicht. Hä, ich hab doch aber keine kassiert. Ist auch Bums, ehrlich gesagt. Ich hab doch eben gerade gar keine Evil Lab kassiert, oder doch? So, jetzt. Müsste das passen? Ja. Penalty not okay. Was heißt das? Ja, dass ich die wahrscheinlich hätte beim Boxenstopp machen sollen, nicht beim Longstop, weil dadurch verlieren wir ja keine Zeit. Ach so. Sehe ich das irgendwo, wann die reingekommen ist? Weiß ich nicht. Hier. Wann? Um 4.41 Uhr. Okay. Speeding Penalty. Du bist zu schnell in die Box gefahren, DC. Ah. Okay, hoch. Ah, warte mal. Ist das unser Fahrzeug? Ah ja, doch, das ist unser Fahrzeug, ja. Verstehe aber nicht, warum mir jetzt hier... Ja, ich verstehe aber nicht, warum bei mir jetzt Evil Labs 0 steht. Da gibt irgendwie keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie Mitleid mit mir gehabt oder so. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Ja, Julian. Danke. Mit 84 ist er reingefahren. Der Hund. Der Hund. Willst du eigentlich nicht zu den Fahrern runtergehen, Michel, so wie sich das gehört? Nö, mich stört das nicht. Ich bleibe auch hier. Da habe ich ein bisschen was zum Quatschen. Ich finde es gut. Oder störe ich da bei dir jetzt im Stream? Ja, ja. Hä? Ja. Ja. Natürlich, du störst doch immer, das weißt du doch. Nice. Bin ich klar bei dir? Absolut klar bist du bei mir, Michel.
Solange du jetzt da klar auf der Strecke bist, dann bin ich auch klar mit dir. Jetzt werden mir auch die Evelabs angezeigt. Okay. Sascha, dankeschön für 10 Subfugger und Indigo, dankeschön für 9 Monate. Wann bist du wieder wach und am PC? Aber warum hat sie dann minus 40 Runden angezeigt? Achso, du hast jetzt 40 Runden Zeit, das abzusitzen. Ja, korrekt. Jetzt sind es halt nur noch minus 39, also du musst es beim nächsten Boxstop definitiv absitzen. Okay, ja. Wir haben jetzt da schon das Ganze ja dann. Dass ich dort vorgefahren bin. Ja, Sparks, nur noch ein Bildschirm. Um 10 Uhr. Aber du musst dafür jetzt nicht extra in die Box fahren. Nein, also kannst du nicht beim Nachbar halt beim nächsten Boxstop, genau. Okay. Ich werde jetzt deswegen aber auch gleich, hast du auch diese große Zeitbeschränkung von 40. Also ich werde jetzt auch gleich duschen und dann gehe ich ins Bett, Leute, weil ich bin halt wirklich komplett tot. Ich bin jetzt, glaube ich, knapp 3 Stunden gefahren oder so. Also ich bin wirklich 3 Stunden gefahren, irgendwie sowas in dem Dreh. Oder 2,5. Und ich bin komplett im Eimer. Aber richtig im Eimer. Schade jetzt wegen dem Crash da. Aber das ist nicht cool. Nächstes Mal geht's auf jeden Fall ein bisschen früher ins Bett. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil das ist echt zu hart, Leute. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel miese gemacht irgendwie. Also hoffe ich zumindest. Aber das war ganz schön doll. Das war richtig doll. Aber ich finde es krass, wie viele Leute noch da sind. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich kann euch eins sagen, dass das einfach unfassbar anstrengend ist. Mehr oder weniger da? Nee. Ja, ich werde mich jetzt noch schnell unter die Dusche schmeißen und dann haue ich mich auf die Couch und schlafe mal so 4 Stunden und dann fahre ich morgen früh meinen Stundestint. Ich wollte auch eigentlich in den Lurk und pennen, aber der Stint war so spannend. Boah, ja, ich fand ihn jetzt nicht so... Also ich weiß nicht, ob ich damit so zufrieden bin. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Rundenzeiten geachtet, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass der eine Crash ein bisschen kacki war und der Dreher an der ersten Kurve war auch nicht so geil. Also, naja. Dann kann ich ja jetzt auch pennen. Ja, um 10 bin ich wieder da. Also ich habe um 10 Uhr, was habe ich jetzt gesagt? Um 10.45 Uhr, glaube ich, habe ich meinen letzten, 10.40 Uhr. Also ich denke mal, ich werde um 10 aufstehen ungefähr. Ja, um 10 werde ich aufstehen, nämlich 10.40 Uhr bin ich hier so in dem Dreh, dann gehe ich morgens duschen und, ja. Ich muss mal gucken, also ich hoffe, ich weiß nicht, wie übel mir die Jungs das nehmen, dass ich deren Stream, laufen lasse. Ich hoffe mal, sie nehmen es mir nicht übel. Auf jeden Fall lassen wir mal bei Virtual Racing Animationen für den Rest des Abends.
Zur besten Frühstückszeit hast du sicherlich auch Brötchen hier mitgebracht in die Kommentatorenkabine, um uns hier entsprechend die letzten Minuten unseres Stints nochmal zu versüßen. Ja, nur weil du die Benjamin-Blümchen-Torte nicht siehst, kann ich nichts so dafür. Lass noch Pixelstream laufen. Ja, das Problem ist... Ja, kurz zu erklären, nehmen wir alternativ weil du, auch. Ja, weil lange wirst du uns... Das Problem ist, haben, bei den Pixels, die wechseln zwischendurch noch den Stream. Also die sind zwischendurch nochmal weg. Und dann reconnected Dookie und ich müsste halt irgendwie den Stream dann nochmal wechseln. Und ich würde auch gerne irgendwann nochmal schlafen. Also ich wie gesagt, ich hoffe, Virtual Racing nimmt mir das nicht übel, dass der Stream läuft. Ich werde auch gleich nochmal, auf dem Bildschirm eine Notiz machen. Dann suche ich mal den Channel, der übernommen hat. Yes, also der Channel ist... also ihr könnt jetzt bei den Pixelhelden gucken. Hier ist auch alles aufgeführt. Also jetzt gerade fährt Michel. Und ansonsten könnt ihr auch hier in den ganzen, in der Übersicht unter Ausrufezeichen Daytona, könnt ihr die Stints alle sehen. Und ich bin jetzt, wie gesagt, bis um 10 weg. Falls ihr den offiziellen Stream gucken wollt, der ist da drin auch verlinkt. Ich lasse den jetzt, wie gesagt, einfach erstmal laufen noch. Und schreibt mal noch eine Notiz, dass ich gerade pennen bin und dann... Jo. Geh ins Bett. Yes, ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich sag noch Tschüss und dann ist Feierabend. So, ihr kleinen Bumsebienchen. So. Ich gehe jetzt schlafen. Du hast gerade eine kleine Rage-Aktion von mir verpasst. Oh. Aber eine richtige. Ich lasse jetzt, ich lasse jetzt den offiziellen Stream einfach laufen für 5 Stunden und lasse Voice einfach offen, also aus dem Kanal hier. Okay. Also die Leute können euch dann hören und ich lasse den offiziellen Stream dann laufen. Okay, dann tut das. Ja, damit ich will das Video haben. Was, du guckst dir das Video an? Nee, ich möchte am Ende so ein komplettes 24-Stunden-Video haben. So von wegen, ja, ich war live dabei. Also wie gesagt, TS ist live offen. Live dabei auf dem offiziellen Stream und du schläfst. Genau, ich sitze im Stuhl und schlafe einfach ein. Ah, okay, du pennst also im... Nee, bist du verrückt? Nein, mach ich nicht. Jetzt mach das mal. Nein, mach ich nicht. Von der Couch aufs Rig umgestiegen. Bagger, was meinst du, wie viel scheiß Alerts hier die ganze Zeit losgehen und ich dann nicht schlafen kann? Also wie gesagt, Teamspeak ist offen, Chat ist auch da, also ihr könnt ja frei reinreden und so und dann sehen wir uns nachher wieder. Chat, tschüss und viel Spaß euch mit dem Rennen. Jo, tschüss. So. Moment, ich muss mich mal kurz drin kurz konzentrieren. Ich habe nämlich gerade eine potenzielle Evil Lab. Soll ich dich runterschieben? Nee, alles gut. Ja, nicht, bin dass die ich mit jetzt hier störe. Nee, bin die mit Absicht reingefahren, weil ich weiß, dass ich jetzt die nächste Runde schneller bin. Natürlich. Er fährt eine Evil Lab, dass er ein bisschen Motivationsanspruch hat. So, jetzt muss ich aber Gas geben. Interessant. So sehen die aktuellen ABMs aus. Die Rundenzeiten passen nicht. Kein Problem, ich fahre schnell eine Evil Lab rein. Die passen halt gar nicht. Ich fahre gerade 46er. Das ist... Hi Tunesia. Ja, ging, ne? So 4 Stunden Schlaf.
Die wollen eine schnellere Rundenzeit. Einfach eine Evil-App reinfahren. Easy. Dann ist die Motivation da. Ja, du kannst jetzt hier hinter dem GTR herdüsen und dann hast du eine gute Pace. So, Mission complete. Also das ist noch rausgefahren, die Evil. Ja. Immer noch nicht passend, dann musst du halt nochmal eine nachlegen, eine Evil Lab. Mach ich. Aber du weißt, dass Ray noch den Schluss den fährt, ne? Er hat doch noch 5 Evil Labs. Ja, aber Tuki kommt normal. Nein, wir haben ja 3. Ja, das sind dann für Tuki nochmal 1 oder 2 und dann kann Ray nochmal Gas geben. Oh, mein Fuß juckt. Ah. Aber mit dem Fuß schaltest du nicht. Nee, das ist gerade der rechte Fuß. Den kann ich nicht mal eben zu meinem Körper ranziehen. Da muss ich mich vorbeugen. Weil mit dem muss ich ja Gas geben. Dann musst geben. Du halt am Pedal ein bisschen kratzen. Mhm. Haben das die Heusingfeld-Pedale nicht serienmäßig drin? So ein Fußkratzer? Ein Fußkratzer? Ja. Eiskratzer haben sie. Ein Eiskratzer, okay. Mhm. Das geht auch. Wieso, was ist mit dem Sound, Marschu? Ey, meine Zeiten sind so grottisch. Kaltstart. Ah, normalerweise ist das kein Problem. Ja, du musst jetzt halt erstmal wieder kurz ans Auto fielen, ne? Das ist halt, das ist schon, du sagst, das ist jetzt kein Problem, aber es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt schon 3-4 Runden gefahren bist oder nicht. Du wirst jetzt gleich merken. Nein, da mal richtig rein, dass wenn Dizzy um 10:30 wieder da ist, die Augen aus dem Kopf fallen. Warum für Dizzy? Das ist alles gut gewesen. Ich weiß nicht, was hier. Die Konzentration bei ihm war weg. Das ging jetzt nicht um die Müdigkeit. Ja, das hast du auch schon nach dem ersten Incident da gemerkt, bevor er dann den Longstop gemacht hat. Ach gut, wir haben ja auch noch Restriktor, ne? Das erklärt vielleicht auch die etwas langsameren Rundenzeiten. Haben ja mittlerweile 3% und die merkst du halt. War alles gut, er ist gut gefahren, der gute Dizzy. Ach, und 3 Kilo haben wir ja auch noch mehr, ne? 3 Kilo? Ja. 3% mehr, 3 Kilo. Weil du jetzt wieder fährst? Nein, Mann. Wegen den Heavy Incidents. Okay, das wird auch in Kilo umgerechnet noch. Ja, genau. Für jeden Heavy Incident kriegst du 1 Kilo dazu.
Das ist natürlich nicht so geil. Nee, also 44er kriege ich A mit der Flügelstellung nicht hin. Und B mit den Kilos und mit den Restriktoren auch nicht mehr. Drei Breaks haben sich bemerkbar gemacht. Sowas macht auch erfahrene Fahrer zu schaffen. Was für Dinger? Was für Breaks? Die drei Breaks, Michel, die haben dir dem Auto zu schaffen gemacht. Also, meint die Incidents oder was? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Oder meinst du jetzt die 3% Permadamage? Ja, meine ich. Okay. Jetzt war Abflug auf die Kolli. Ah, okay, alles klar. Ja, Marschu, aber erst mich hier verantwortlich machen, du Sack. Ja gut, du kannst das ja aber auch vertragen. Dich pusht das doch, habe ich gehört. Nein, weil er gesagt hat hier, er hat mich gefragt, was ich mit meinem Sound gemacht habe. Bei allen anderen ist okay, aber bei ihm halt nicht. Und dann hat er festgestellt, dass der Fehler doch bei ihm liegt. Ja. Das aber nie zugeben, Marshall, nie zugeben. Das darfst du jetzt nicht. Vor kurzer Zeit wäre ich auch laut im Auto. Aber das Auto ist ja auch laut, das heißt, du hörst das praktisch gar nicht. So, ich schaue jetzt mal noch kurz auf den Stintplan, was hat sich denn jetzt hier eigentlich verändert? Dizzy ist jetzt ein bisschen länger gefahren. Ja, er wollte eher reinkommen. Ich habe aber gesagt, pass auf, wenn du jetzt den Tank noch möglichst leer fährst, beziehungsweise bis zu der und der Zeit, dann sparen wir uns ein Splash and Dash am Ende, weil es fehlen ja ca. 10 Minuten am Ende. Mhm, ja klar, ja. Das heißt, du fährst dann eine halbe Stunde ungefähr länger bis 7. Nee, bis 8, oder? War der 30. Bis 8. Oder? Bis 8 natürlich, ja. Nee, alles richtig, bis 8 ungefähr fährst du dann. Wer löst mich denn ab? Duki, ne? Duki ist dann dran, ja. Ah, hoffentlich kommt er dann nur rechtzeitig wieder und verschläft nicht. Ja, Duki wollte ja eventuell auch hier mich für die TV-Cam erstmal ablösen. Aber ich habe da auch noch so meine Zweifel, Michel. Wieso? Ist er schon drüber mit der Zeit? Nein, das nicht. Das nicht. Aber ich habe bei Duki, wenn es ums Aufstehen geht, immer so ein bisschen Zweifel. Ich weiß nicht, ob das jetzt unverdient ist, aber er ist so ein bisschen eine Schlafmütze, ne? Ja, ja. Also spreche mich heute bloß nicht an, ich habe nur 9 Stunden geschlafen. Verschlafen tut er halt das auch ist Duki. Immer. Ne? Verschlafen tut er auch immer. Und Autos in der Boxengasse aufs Dach legen.
Das kann er auch, da ist er Profi drin. Können auch viele von ihm lernen. Etwas kürzer, mehr Gewicht, mehr Spritverbrauch kommt somit etwas früher rein. Ja, Michel muss halt einfach ein bisschen spritsparend jetzt fahren. Nee, nee, Sprit haut hin. 2,95. Das passt. Die neue Extremsportart Autos flippen. Ja, da macht Dugi niemandem was vor. So, was mache ich jetzt? Ach komm, ich zieh die Evil Lab jetzt durch. Mir egal. Mal gucken, ob ich danach nochmal schneller fahren kann. Darf mir auch mal einen kassieren. Faszinierend finde ich aber auch, dass die Formel 1 genau mit eurer Zieleinfahrt startet. Was, echt? Fährt die nicht erst abends? Nein, 15 Uhr. Nein, 15.10 Uhr. Aber das Qualifying war ja um 18 Uhr oder so gestern, oder? Nein. Hab ich auch verpasst, weil ich ja Rennstart gucken musste. Fahren musste. Soll ich dich mal aufklären? Ja, irgendwie. Hamilton hat, glaube ich, Pole, das habe ich schon irgendwo gelesen. Battle for Leclerc. Wahrscheinlich nicht, wie das halt immer so ist. So. Ja, Hamilton hat Pole, dann Bottas, dann Verstappen, dann Albon. Perez, Ricciardo, Ocon, Gasly, Norris. Oh, kein Ferrari in der Top 10? Nee, in der Top 10. Quert ist Nummer 10. Ferrari ist nicht in der Top 10. Das ist bitter. Vettel auf der 11, Leclerc anscheinend auf der 12. LOL! Ja, der ist so ein bisschen gebrandet nach dem letzten Regenrennen. Der Leclerc? Ja. Ja gut, beim letzten Rennen hat er das natürlich in der letzten Kurve noch schön weggeworfen. Das hat er schon schön gemacht, das muss man... Ja. Ja, ich glaube, ich kassiere jetzt mal eine E-Lap. Aber ich hab's halt auch provoziert. Die werde ich ja aufgrund von Verkehr nicht mehr negieren können. Dann musst du jetzt halt... hast du noch eine Runde danach? Ja. Dann musst du jetzt halt kurz vom Gas gehen, dass alle an dir vorbeifahren können und dann wieder... Genau. Das ist mir die Evil Lab wert. Richtig. Pizza bestellen und den Nachbarn annehmen lassen kann Duki auch gut, ja. Das kann er. War aber unglaublich knapp. Vettel hätte es fast geschafft, hing aber in der Dirty Air. Was? Vettel hat es doch geschafft. Achso, die Top 10 meinst du? Also die Zeit hier ist jetzt aber, ja. 5/10, das ist nicht so knapp. Für mich war das letzte Rennen in Istanbul wirklich eines der besten des Jahres. Das war halt mal interessant.
weil halt mal nicht Mercedes direkt von Beginn an nur vorne weggefahren ist. Am Schluss dann schon wieder, ja. Aber nicht nur. Ja, die GT4s haben mir es jetzt versaut. Soll ich Meldung einreichen, ja? Nein. Warte. Ich wollte doch so gerne mal Beschwerde einreichen. Sei denn, ich fliege jetzt durch die Schikane und hol dort 3,5 Zehntel. Das schaffst du. Nee. Darfst du einfach nicht wie Duki fahren. Gut, meine erste Evil Lab. Nach wie viel Runden? 120? Ja, warte, ich schaue. Halt, wieso hängt das jetzt? So, du bist gefahren 118 Runden. Schon gut geschätzt. Der Rainer Held ist 102 Runden gefahren. Ah, das haben wir übrigens vorher mal kurz analysiert, ne? Mhm. Du bist in deinem ersten Triple-Stint 102 Runden gefahren. Ja. Und der Rainer Held ist in seinem ersten Triple-Stint 102 Runden gefahren. Und der Ralf Hauser ist in seinem ersten Triple-Stint 101 Runde gefahren. Ja. Also er hat wieder irgendwo den Sprit für eine Runde zusätzlich rausgeblasen. Ja, und dann der Siki Lentes, der ist 142 Runden bisher gefahren. Oh, der hat schon die meisten Kilometer von uns. Stark. Ja, da ist es schon. Ja, das hat den Stint hat es jetzt halt auch nochmal ein bisschen in die Länge gezogen hier, ne? Weil er. Ganz schön wild jetzt hier in der ersten Kurve. Ja, hier ist gerade richtig Verkehr. Aber die schnellste Runde von ihm war echt nicht langsam, du. War schon was mit 45,7, ne? Ne, 46,7, aber. Okay. Also das ist nicht so verkehrt. Duki ist auch noch eine 1,46,2 gefahren. Ja gut, aber bei einem Endurance-Rennen kommt es jetzt nicht unbedingt auf Rundenzeiten an. Also schon, aber... Das ist richtig, auf die konstanten Rundenzeiten halt. Genau. Aber du, wo wir jetzt gerade beim Thema Rundenzeiten sind, beim letzten Event hast du dich aber kräftig dafür aufgeregt, dass du nicht die schnellste Runde vom Team gefahren bist. Ja gut, das ist Ego, ne? Das ist Ego. Ich kann dir gar nicht, Platz 26 sind wir, also wir sind richtig weit vorn. Dieser ernste Ton dann noch, aber wir sind richtig weit vorn. Ich guck mal, wie es denn eigentlich so aussieht, so ungefähr. In einer Minute hinter Simdurance. Aber wir haben auch schon einen Longstop mehr als Simdurance.
VRL Customer Racing hat schon 9 Longstops gemacht, wird. Ja, Thomas, also ich habe das Auto auf Platz 8 übergeben. Gestern Nachmittag oder gestern Abend. Und die anderen haben es halt auf Platz 26 vorgefahren. Erstmal nochmal den Flex rausgehauen. Schön geflext hier so, ja, ich hab's auf Platz 8 übergeben und die anderen haben's auf 26 vorgefahren. Ja, Freunde, um die Uhrzeit 280 Zuschauer noch in der TV-Cam. Und das, obwohl Ray nicht hier ist. Oder Duki nicht hier ist. Sauber. An alle, die noch wach sind, jetzt nochmal ein ordentliches Hashtag Starlet in den Chat ballern. Natürlich auch bei Michel, wenn die das hören. Wahrscheinlich hören sie es, ja. Also auch beim Michel im Stream nochmal ein bisschen eskalieren. Escalate. Würde der Dizzy gern fahren. Escalate würde der Dizzy gern fahren. Hat er doch gesagt. Ja, ich weiß, ja. Ich hab sie mitgekriegt. Danke, Thomas. Genau, Streamchat. Wir brauchen ein bisschen Daumenforce. Also auf geht's. Starlet, ja, sie werden ein bisschen weniger. Es sind nicht mehr ganz so viele Starlets da. Aber klar, wenn Dugi nicht da ist und nicht das, den Starlet Express singt. Ah, da kommen jetzt noch ein paar verspätet rein. Wie sieht's denn bei dir aus, Stream aus, Michel? Keine Ahnung. Naja, da kommt einer rein. Mann, schreibt Flo gerade. 76 Mann, ja. Ja, um die Uhrzeit ist das aber trotzdem schon ganz schön krass. Ja. Das ist normale Menschen würden ja jetzt schlafen und würden sich nicht irgendein Spiel im Internet angucken. Ja, ich würde jetzt um die Uhrzeit auch schlafen. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen... Was macht er denn, Mann? Warum halten die nicht einfach ihre Linie, ey? Ohne Witz. Meine Güte nochmal. Hast du Schaden? Ja, minimal. Ist aber halt dumm, Mann. Einfach normale Linie fahren und gut ist. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, ich hab angefangen, dass ich jetzt um die Uhrzeit normalerweise auch schlafen würde, aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich tatsächlich dann schlafen werde, weil der Duki noch am Schlafen ist. Und das kann ja beim Duki gerne mal ein bisschen länger gehen. Alles heile, kein Problem. So, ich mache mich auch mal ins Bett. Righty, mach's gut, schlaf schön. Schön, dass du so lange durchgehalten hast. Gute Nacht. Oh, jetzt haben wir schon 10% Restriktor, ist klar. Für was? Was, 10%? Ja. Also 5% mehr. Nee. Doch. Wir sind jetzt bei 25 Kilo und 10. Normalerweise hat er 20 und 5.
Vor allem war die Berührung jetzt gar nicht so, so extrem hart, ne? Ach so, ja, du hast jetzt, wir haben jetzt 5 Heavy Incidents. Und 5% Permadamage. Das meinst du insgesamt an 10, ne? Genau, genau. Ja, ich sag dazu mal, gut, dass es um nicht viel geht. Denkt an die Strafe, ja, Michel, denkt da dran. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie konnte man denn jetzt die Restriktoren etc. abbauen? Da musste am Ausgang der Box war irgend so eine Zone, wo du reinfahren musst. Ja, wie lange muss ich da stehen? Eine Minute. Glaube ich, dass das Ray by Ray letztes Mal so war und er nach 58,9 wieder den Gang reingepfeffert hat. Aber ich weiß nicht, kriegst du da auch die Incidents weg? Keine Ahnung. Oder kriegst du da nur den Permadamage weg, weil ich weiß nicht, ob du da insgesamt den ganzen Restriktor wegkriegst oder nur den Permadamage, das weiß ich nicht. Sekunden und ja, nichts anpacken. Hände weg und Füße hoch. Also 60 Sekunden sind es, die du stehen müsstest, Michel. Oh. War gerade heiß. Das war gerade close, ja. Nicht den Ray machen, das wäre unklug, ja. Was hat Ray gemacht? Ja, beim letzten Event, dass er, also wollte er es abbauen und dann ist er nach 58,9 Sekunden oder so, ist er wieder auf den Pinsel getreten. So, Mann. Und dann war 58,9 Sekunden verloren und der Restriktor war immer noch da. Jetzt fängt die schlimme Zeit an zwischen 5 und 7 Uhr. Die Zeit der toten Augen. Ja, dann musst du halt schlafen gehen. Also was hier manche zusammenfahren, ist übel. Ja, es ist vor dir wieder der Phoenix Audi. Yep. Musst da aufpassen, der schließt dich eventuell wieder ab. Ist er dumm. Also ohne Witz. Ohne Witz. So dämlich kann man gar nicht sein, es tut mir leid. Ich sag gerade noch, du musst aufpassen. Hab ich kein Verständnis dafür. Hab ich einfach kein Verständnis dafür. Es tut mir leid, aber... Was hat er denn da jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Er hat einfach, war einfach dumm. Mein Hinterreifen verbrennt gerade. Keine Ahnung, was da auf dem Auto drauf sitzt, aber da wird wahrscheinlich mit Gamepad oder so fahren. Ich weiß es nicht. Aber das muss man erstmal hinkriegen, ey. Hey, das sieht von meiner Sicht sieht das richtig komisch aus. Ja, ich bin unten und er zieht halt runter. Er ist überrundet, er muss Platz... Das hat er aber vorher schon gemacht. Was? Genau die gleiche Situation hat er vorher schon bei Dizzy gemacht. Das gleiche Auto.
Er ist einfach runtergezogen, genauso vorher schon. Gleiche Höhe runtergezogen zum Zumachen, ja. Ja, Tunesier, keine Ahnung. Auf alle Fälle war es ein Big Brain Move. Jetzt hast du halt nochmal einen Heavy Incident mehr, ne? Sind wir bei 11%. Lese mal nicht. Eben geguckt. Was? Warum nicht dann? Weiß ich nicht. Aber eigentlich sein. Phoenix Racing ist in der Box. Ja, die da ist im Nachhinein noch ein Auto reingefahren. Nee, der ist brutal oben in die Wand eingeschlagen. Ja, danach ist noch ein Auto ist keiner mehr reingefahren. Ach so, okay. Echt? Da also ich habe das nicht gesehen, aber der ist halt Vollgas oben in die Boxenwand in die Wand oben reingedüst. Ja, der hat 18% Restriktor. Ja, zu Recht. Ah, ne, halt. 8 vom Ding noch, von den Incidents noch. Da hat er 26% Restriktor. User joined your channel. Oh, wer ist jetzt gekommen? Duki? Das hört sich nach Duki an. Ja. Was, wie viel Prozent hat der? Ja, 18% Dings und 8 Incidents. Dementsprechend wären es dann bei 26. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nein, 23% müsste da dann haben. Der Audi hat standardmäßig 5%. Das siehst du, wenn du in den Laptimes guckst, bei dem Team, da steht das ja ganz rechts, wie viel Prozent die Restriktor haben. Das musst du dann plus 5 rechnen. Ach so. Ich dachte, das kommt immer von den Heavy Incidents dazu. Nein. Ah, ja, dann ist klar. Dann haben sie 23%. Also sofern dort jetzt bei Restriktor 18 steht. Ja, da steht 18. Naja, dann sollten sie das Auto abstellen und aufhören mitfahren. Ganz einfache Geschichte, weil 18% kriegt man nicht umsonst. Weil das hätte auch mächtig ins Auge gehen können, ne? Hinter uns war Intel Racing. Direkt hinter uns. Und die sind ja auch nochmal 6 Runden hinter euch zurück. Die haben zwar einen Longstop mehr, aber trotzdem 6 Runden weiter zurück. Ja, die Rundenzeiten, die ich fahre, die sind halt vollkommen für den Arsch. Aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle mehr. Das ist nicht mehr so wichtig, Michel. Können wir uns jetzt wenigstens über Phoenix Racing aufregen? Ja, wenn der Audi hat von Anfang an schon 5% Restriktor, kannst du die auch abbauen? Die 5%? Nein. Das ist BOP. Die hat er immer. Okay. Ja. Also du kannst da nicht sagen, beim ersten Boxenstopp, ich fahre da vorne kurz in die Zone rein, dann habe ich 0%. Nein.
Wie ist das eigentlich? Müsste da jetzt nicht einer noch theoretisch auf dem Discord von der VRLN sein? Theoretisch müsste einer noch im Voice bei der VR sein, ja. Korrekt. Dann war eh gleich disqualifiziert, WhatsApp. Nee, alles gut. Die beschweren sich jetzt, dass sie zweimal von uns abgeräumt wurden. Und dann kommt noch der AMG, der Schwarze, den du vorher so getriggert hast. Und der Porsche, den ich in der ersten Kurve gedreht habe, weil er nicht bremsen kann. Dann sind wir raus. Dann war's das. Dann kannst du das Auto abstellen, nicht der Phoenix. Es heißt ja immer Phoenix aus der Asche, ne? Also der sollte vielleicht in der Asche liegen bleiben. Bei denen ist das eher Phoenix aus dem Schrotthaufen. Aber die 23% Restriktor sind halt schon heftig, ne? Ja, die hat man halt nicht ohne Grund. Muss er halt noch dazu sagen. Was der GT4 hier vorne macht, das verstehe ich auch nicht. Das ist halt auch wieder so ein Brain-Move-Match. Junge! Alter! Ich krieg einen Hals hier gerade, ohne Witz. Ich war halt eiskalt zu, ne? So was Dämliches, ey. Achtung, der Porsche ist ganz rechts oben. Ja, ich weiß, ich sehe es. Also manchmal... Ach, nee, einfach nicht aufregen. Da jetzt kommt hier nochmal einer rein. Oh. Jetzt wird's hier brenzlig. Hat der Duki gerade was gesagt? Ja, Starlight Express hat er gesagt. Ah. Moin, moin. Sorry, hallo? Duki, ich bin gerade ein bisschen angezündet. Es sind halt nur noch Idioten auf der Strecke. Deswegen habe ich auch nicht weitergesungen. Ah, das macht gerade keinen Spaß. Das war der hier gerade so krass gefahren ist, Tür zugemacht hat. Das war der Triple E BMW. Ja, Triple E. Ich sehe es gerade. Aktuell der Führende. Also ist Zweitplatzierender jetzt momentan. Hat aber zwei Longstops mehr als Bibermann. Und ja, da sitzt halt ein immer... Viktor Brill drauf. Ah ja, Viktor Brill, alles klar. Lösch dich, Junge. Weißt du, wie man das nennt? Ruhig, Michel. Weißt du, wie man das nennt, was der gerade gemacht hat? Fehlende Rennintelligenz. Wie kann man denn mit so einem komfortablen Vorsprung sich in so eine Gefahrensituation begeben? Das verstehe ich halt nicht. Warum macht man das? Weil man da... Wenn es blöd läuft, fliegt er ab. Ja, weil man da 2/3 schneller ist oder was. Also das ist total dumm sowas. Es tut mir leid. Damit sind die eigentlich unverdient auf Platz 1. Normalerweise müsste es denn jetzt so dermaßen in die Wand schallern, dass das Auto kaputt ist. Würde ich ihn jetzt gönnen. Für mich unverständlich. Die haben auch satte 86 Off-Tracks. Ja gut, die Off-Tracks sammelst du halt durch die Schikane relativ schnell, ne? Ja, das aber ist... normalerweise sind alle momentan so bei 60 rum.
So. Also wenn er das nochmal macht, also sollte ich ihn nochmal überrunden und er das nochmal macht, räume ich ihn ab. Das tust du nicht, Miel. Gar nicht mit Ankündigung, ja, auch mit der Scheiße. Nein, aber ich bin ja jetzt ausgewichen, weil er zugemacht hat. Ich halte das nächste Mal einfach meine Linie und das ist gut. Da kann ich mir dann keinen Vorwurf machen. Da hat er sich im Grunde genommen dann selber abgeräumt. Außer, dass die Rennlinie halten sollen und wir überholen müssen. Ja, er kann ja nicht einfach, wenn ich neben ihm bin, nach rechts außen fahren. Nein, oder? Aber der hat gedacht, du bleibst links und gehst links vorbei. Ich hab's mir gerade angeguckt. Mhm. Ja, so wenig Rundumsicht kannst du im Fahrzeug ja auch nicht haben. Um 5 Uhr nachts. Pappalapapp. Dann hast du ja nichts mehr verloren. Das ist mir zu einfach. Jetzt hier mit Abräumen drohen ist halt absoluter Quatsch. Mensch, du weißt, ja, wie das ist meine. Definitiv. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Das ist definitiv. Korrekt. Da gebe ich dir recht, Duki. Oh, Leute. Wenn er das nochmal macht, räume ich ihn ab. Ja. Nein, du weißt, wie ich das meine. Jetzt mach das gleich nochmal, zack, dann liegt er hinter der Mauer drin. Ja, eben, stell dir vor, das passiert ein Unfall, zufällig, ohne Abräumen. Du bist ja Vollidiot. Und dann ziehen sie dieses Stream-Zitat raus, wenn er das nochmal macht, dann räume ich ihn ab. Solche Racheaktionen habe ich noch nie gemacht. Soll ich fragen, warum wir 26. sind, oder bereue ich's? Also an mir liegt's nicht. Du kannst fragen, wenn du fragen möchtest. Warum sind wir 26? Ja, es gab wieder ein paar Probleme bei Dizzy. Er hatte einen Dreher, dann wurde aber zweimal abgeräumt, wo er nichts dafür konnte. Scheiße. Und dementsprechend haben wir dann einen Longstop vorgezogen. Ja. Oder wir haben halt einen eingelegt. Ja, und ich bin danach ein bisschen später ins Auto. Somit müssen wir am Ende keinen Splash and Dash machen, sofern nicht noch irgendwas passiert. Ah ja. Ich habe jetzt erstmal das Problem, dass mich hier Platz 8 aufhält. Ich da mich nicht einfach vorbeidringeln kann. Na, dann schießen doch ab. Nein, sowas mache ich nicht. Das ist der Humor, den ich liebe. Gerade eben, wenn man das nochmal macht, dann schieße ich ihn ab. Nee, sowas mache ich nicht. Ja, 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 sagt Backblech. Aber Killerspiele machen einen aggressiv. Das ist korrekt. Das heißt, du fährst jetzt noch einen Stint und dann bin ich dran, oder was? Nein, noch zwei. Noch zwei Stints. Wieso machst du Triple? Der steht da so drin, ja. Oder? Laut Plan. Ah ja. Wie fit bist du denn auch, Rampy? Ja, so mittelmäßig fit. Meine Pedalen quietschen schon wieder. Das triggert mich übelst. Musst du mal ölen? Kannst du vielleicht jetzt morgen auch mit ein bisschen Waschbär-Talg einreiben? Genau, aus der Talgdrüse. Ja, die sitzt ja oben an der Puperze. Darfst dich aber nicht wundern, der Teig vom Waschbär ist braun, ne? Okay. Ich bin manchmal ein bisschen streng. Eventuell nach Waschbärfutter. Da werden meine Haare nicht nass. Wenn ich duschen gehe. Einmal in der Woche. Welche Haare? Ey, ein paar hab ich noch. Am Sack. Z.
So, was sagt der Twitch? Moin, wen hat's? Wieso steht der bei ihm? Assetto Corsa Team Bay Pirates. Hat er bestimmt nicht geändert. Ja, um nochmal auf das Thema und Killerspiele machen aggressiv zurückzukommen. Übernehmt das hier natürlich auch mit ins Real Life. Na, schreiben dann auf der Straße auch immer die Autos ab. Wenn die zu langsam sind. Boah, Gag, ja, Michel. Auf der Landstraße, das wissen okay. Wir. Und auch alle Tiere, die du vor dir findest. Ah, aber die verrate ich dann halt gleich. Die gibt's dann am nächsten Wochenende bei den Schwiegereltern auf dem Tisch. Was denkst du, aus was meine Schuhe sind? Aus Waschbärleder? Nee, das ist Känguruleder. Eindeutig. Oder vielleicht auch okay. Von einem Elch oder so. We have mal eine Elch vor die. We have problems. Uiuiui. Ey, ich schaff's nicht. Es ist mir zu hoch. Es ist mir einfach nur zu hoch. Warum haben die Leute keine Übersicht? Haben die kein fucking Helikopter, Mann? Na, der abgefahren GTR hinten dran hat auch gut vorbeikurven müssen. Der ist auch war auch nicht so easy. Ja, das Stop and Go, das habt ihr gesehen, ne? Ja. Ich wette mit dir, dass dort Hendrik Savas drauf sitzt. Guck mal bitte bei Popo Gymnastik, wer dort auf dem Auto sitzt. Popo Gymnastik. Michael, jetzt meine ich nicht. Nein, guck mal bitte, wer da drauf sitzt. 100% ist das Hendrik Savas, weil genau das ist sein Fahrstil. 100%. Einfach nur brainless. Warte. War das der 295er Mercedes? Ja. Nee, da sitzt ein Steffen Luther drauf. 100 Pro. Dasselbe. Wie heißt der, den du da hast? Was denn? Also ein Hendrik fährt da nicht drauf. Hendrik Savas? Ja, der fährt da nicht drauf. Okay, easy. Es sei denn, es gibt nochmal einen. Musst du mal gucken, ob es mehrere Pop-Gymnastik gibt. Nee, gibt nur den einen. Es fährt auch kein Hendrik Savas mit im ganzen Rennen. Der gehört aber zu dem Team. Dann Entschuldigung geht raus an Hendrik.